hier sind wir hier. Ich versuche da jetzt noch rüber zu kommen. Und danach muss ich leider eine kurze Aufnahmepause machen, weil die Facecam-Spur komplett vollgelaufen ist. Und das ist... Nein! Das ist blöd. Ich sollte vielleicht lieber zuerst zu dem anderen auf der rechten Seite da. Ich muss immer beachten, dass die Facecam ja in einer anderen Richtung hier... So. So, das klappt, wenn man auch richtig läuft. Das klappt ganz gut. So. Das sieht schon interessant aus. Die Musik hat sich geändert und gucken wir doch mal, was das für eine komische Parabolschüssel ist. Die Tür ist vernagelt, aber hier liegt eine Notiz. So the other portal does lead back to Earth, but hundreds of years in the future. Was? Jetzt? Okay, Portalzeit. Das Portal auf diesem Planeten war ein Einwegtransportmechanismus, wie wir nach unserer ersten Ankunft herausfanden. Wir hatten ursprünglich angenommen, es wäre wie jedes andere Portal, dass wir nach Belieben über das gleiche Portalgerät zurückkehren könnten. Aber das war nicht der Fall. Ja. Glücklicherweise entdeckten wir schließlich das zweite... Hallo? Wo ist der Text hin? Glücklicherweise entdeckten wir schließlich das zweite Portal, das Abreiseportal, das uns wieder nach Hause bringt. Dieses aus zwei Portalen bestehende System war eigentlich sehr effizient für Transportzwecke. Und wir... bauten unsere Siedlung darauf auf. Dass wir bei Bedarf hin und her reisen konnten. Aber was wir zunächst nicht begriffen... war die durch die Portalreisen verlorene Zeit. Der Transport verläuft sehr schnell, aber die Zeiten auf der Erde und auf diesem Planeten sind nicht synchron. Wir erkannten schnell, dass in einer Woche in dieser Welt ein Monat auf der Erde verging. Als die Portale ausfielen, wurde diese Diskrepanz enorm. Als das Portal der Ankunft ausfiel und so viele Menschen getötet wurden, hatten wir Angst, das Portal der Abreise zu nutzen, um auf die Erde zurückzukehren. Im Laufe der Zeit begannen wir, Dinge auf der anderen Seite zu sehen, die uns unbekannt waren. Es waren seltsame, hochaufragende Strukturen, die viel weiter fortgeschritten waren als alles, was wir je zuvor gesehen hatten. Einige glaubten, dass das Portal die Heimatwelt der Portalerbauer neu kalibriert hätte. Aber ich kannte die Wahrheit. Die Bilder in dem Portal waren von der Erde. Aber Jahrhunderte in der Zukunft. Leider haben wir unsere Hypothesen angesichts der völlig instabilen Energiereaktion des Portals nie getestet. Es war viel wahrscheinlicher, dass wir einen tragischen Transportunfall erleben würden, wenn wir unsere Kameraden zu Hause versuchen würden, uns zu erreichen. Es gab keine Freiwilligen und schließlich auch keine weitere Gelegenheit, bevor das Portal dunkel und kalt wurde. Im Nachhinein wünschte ich, wir hätten unsere Chancen genutzt. Aus dem Russischen übersetzt. Okay. Das ist wirklich extrem interessant. Soll heißen, wir können durch das Portal zurückreisen, aber erst nach einer kurzen Facecam-Wechselaktion. Und da sind wir wieder nach diesem kurzen Schnitt. Das heißt, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, kommen wir hoffentlich zu dem von mir lang ersehnten Portal, was uns zurück zur Erde führt. Jedoch nicht, wie ich eigentlich dachte, zu der Erde zur jetzigen Zeit, sondern weil wir ja schon Monate unterwegs sind. Ach nee, wir sind ja schon ein paar Tage auf dem Planeten, aber das sind Monate auf der Erde. Das heißt, im Endeffekt, wir sind Jahre hierher gereist, nur um dann nicht wirklich zu einer Erde zurückzukehren, die unserer Erde entspricht. Also ich hoffe, dass hier irgendwo das... Da hinten. Da. Das muss das Portal sein. Ich gucke aber erstmal, was da hinten ist. Da ist bestimmt nichts. Nichts zum Sammeln oder so, aber ich gucke trotzdem mal nach. Weil hin und wieder findet man bei Spielen auf Wegen, die man nicht beschreiten sollte, irgendwelche nützlichen Dinge. Nö. Gut.
Dann folgen wir weiterhin der Story. Tut mir leid, dass ich jetzt hier einfach so rumgelatscht bin, aber wenn das so aussieht, als würde man da weiterkommen, muss ich da einfach längs gehen. Also, eigentlich sollte ich die Musik einfach nur für sich sprechen lassen, um hier quasi, weil das ist im Endeffekt, so wie ich annehme, das Ende des Spiels. Weil wir jetzt zu dem Portal da hinten gehen, was wir ja mittlerweile aktiviert haben. Und, okay. Wir sehen überall auf diesem Planeten diese Wesen, die wir gerettet haben. Da ist eins, da sind zwei. Überall sind die. Und abgesehen von der etwas repetitiven Textur da hinten, die man auf die Ferne gut erkennen kann, müssen wir, glaube ich, über diesen Portalbogen darüber. Da können wir tatsächlich was sehen in dem Portal. Was jetzt nicht wirklich wie die Erde, die ich kenne, aussieht. Also es ist schon... Die Musik wird auch immer mehr. Ich habe so den Eindruck, dass die Musik an Intensität zunimmt. Ich werde jetzt einfach mal die Klappe halten und hier weiterlaufen. In Richtung des Portals. Ich blicke noch einmal zurück auf diesen Planeten mit diesen komischen baumähnlichen Wesen in Grün. Der Planet hat sich verändert von sandig und tot zu lebendig und belebt. Auch wenn der Himmel ziemlich dunkel ist, werden wir jetzt weiter aufs Portal zuschreiten. Und es wird immer klarer, dass dies hinter dem Portal nicht mehr die Erde ist, von der wir kommen. Es ist eine andere Erde. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, denn auf der bisherigen Erde hatten wir nichts mehr, was uns irgendetwas bedeutet hätte. Sonst hätten wir sie nicht mit einem One-Way-Ticket verlassen. Muss ich hier jetzt noch eine Taste drücken, oder können wir einfach so? Ich glaube, wir können einfach so durch das Portal gehen. Dann hinein in diese uns unbekannte Welt. As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again, even if I'm not here. Es sieht recht idyllisch aus hier bei dem Portal. Und diese Stadt. Jo. Das ist nicht mehr die Welt, die wir verlassen haben. Das war Lifeless Planet von David Bord. Eine Stage 2 Studios Produktion, präsentiert von Lace Games. David Bord, Story, Design und Development. Rich Douglas hat die Musik gemacht. Voice Artists Bob, Marina, Igor, Mary, Vadim, Jean und Jan Bord, Executive Producers. Hier gibt es jetzt noch eine Menge weitere Leute, die hier aufgelistet sind. Das Spiel ist momentan, falls ihr das, falls es noch im Angebot ist, das Spiel ist... in einem Bundle zu haben, recht günstig. Und hier kommen jetzt auch noch die Kickstarter-Founders, sprich Leute, die das Projekt bei Kickstarter unterstützt haben. Premier-Supporters, das sind die Leute, die wahrscheinlich etwas weniger gezahlt haben, aber dementsprechend umso mehr Leute. Ja, ein sehr interessantes Spiel. Also... Ja, ich bin ein klein wenig sprachlos aufgrund des Endes, weil ich hätte jetzt absolut nicht damit gerechnet, dass wir nicht auf die Erde zurückkehren, auf der wir mal waren. Und jetzt ist auch im Endeffekt klar, was diese Krankenhausszene zu Anfang zu bedeuten hat.
Weil, wie er im Abspann ja sagte, als die Frau ihn fragte, er hat seine Frau damals an lebensverlängernde Maßnahmen anschließen lassen, nachdem er sie quasi halbtot mit Moos bewachsen im Wald gefunden hat. Und er konnte sie einfach nicht loslassen. Well, my wife first of all, and then Earth itself, all of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her. Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them. Okay. Das war nochmal ein etwas mysteriöses Geschehnis, was da gerade passierte. Als wenn dieser Planet jetzt quasi die Satellitenschüssel neu ausrichtet, um andere Welten zu kontaktieren. Also als wenn die Erde nicht die einzige Welt wäre, auf denen es Leute gibt, die in dem Sinne eine andere Alternative, irgendeine Zukunft verdient hätten. Naja, übrigens auch im Abspann ganz zum Schluss hat er nochmal seiner Frau für den Support gedankt und so weiter und so fort. Das war Lifeless Planet, ein Indie-Game, finanziert durch Kickstarter. Und bei Indie-Gala gibt es momentan im August Heat-Paket. Beziehungsweise, wenn diese Folge hier rauskommt, ist das Paket wahrscheinlich schon nicht mehr erhältlich, weil, wenn ich mal so aufs Datum gucke, ich nehme jetzt gerade am 21.09. auf, um kurz vor 6 Uhr morgens. Und wenn dieser Part hier online geht, haben wir wahrscheinlich schon längst Oktober. Das heißt, leider, das Paket ist vergriffen. Ich werde wahrscheinlich irgendwie am Anfang des Spiels vielleicht nochmal darauf hinweisen oder eine Einblendung machen oder es unten in die Beschreibung setzen, wo es das Spiel ganz günstig gibt. Und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, außer ich fand das Spiel sehr schön. Es ist viel herumgelaufen gewesen, aber es hat länger gedauert, als ich dachte, weil ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass das Spiel so lang dauert. Und im Endeffekt, ich kann jetzt auch nur ein neues Spiel anfangen oder fortsetzen und Speichern und Beenden auswählen. Das heißt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich Spaß hatte, dieses Spiel zu spielen. Und vielleicht guckt ihr einige meiner anderen Projekte, abonniert mich oder gebt mir einen Daumen hoch für irgendwas. Wie auch immer, macht, was ihr wollt. Ich sage Tschüss, bis zu einem meiner anderen Let's Plays. Tschüss.